Wann hat Sue die 1 Million Abonnenten erreicht? Sue ist gerade mit 816.000 Abos nicht mehr weit davor, die 1 Million zu erreichen. Vor allem durch die YouTuber-Insel ist sein Kanal in den letzten Monaten teilweise ziemlich schnell gewachsen und er hatte durch das Minecraft-Projekt erst vor einiger Zeit die 800.000 Abos erreicht. Aber wann wird er die 1 Million erreichen und wie lange dauert das noch? Wenn man schaut, wie viele Abonnenten Sue dazu bekommt, dann sieht man, dass er in den letzten 30 Tagen um die 6.000 Abonnenten gewachsen ist. Das ist deutlich weniger als im Januar, als er sogar ganze 30.000 Abonnenten dazu bekommen hat. Es ist also klar, dass Sue meistens sehr unterschiedlich schnell wächst. Aktuell ist es Donnerstag und er ist das letzte Mal vor 5 Tagen 1.000 Abonnenten gewachsen. Dafür hat er ganze 10 Tage gebraucht. Dieses Wachstum ist deutlich langsamer als sonst, aber man kann davon ausgehen, dass er in Zukunft nicht langsamer, sondern eher wieder etwas schneller wachsen wird. Gerade hat Sue etwa 816.500 Abos. Ihm fehlen also noch 183.500 Abos bis zu den 1 Million. Wenn man von dem aktuellen Wachstum ausgeht, dann bekommt Sue täglich um die 100 Abos dazu und erreicht spätestens in 1.835 Tagen die 1 Million. Das sind ganze 5 Jahre. Ich denke nicht, dass er noch so lange brauchen wird. Um also genauer herauszufinden, wann Sue etwa die 1 Million erreicht, kann man sein durchschnittliches Wachstum in den letzten Monaten nehmen. Das sind 7.900 im Monat, also etwa 264 Abos am Tag. Mit dieser Geschwindigkeit würde Sue also 695 Tage brauchen, um die 1 Million zu erreichen. Das sind immer noch fast 2 Jahre. Es ist also offensichtlich, dass Sue wahrscheinlich die 1 Million dieses Jahr nicht mehr erreichen wird. Außer er bekommt jetzt plötzlich einen extremen Hype. Bis Sue die 1 Million hat, könnte es wahrscheinlich sogar schon 2025 sein. Was denkt ihr? Schafft Sue vielleicht plötzlich doch noch die 1 Million in diesem Jahr? Abonniert und jetzt tschüss.